Wie lange sind die gerade? 7 Kalorien schon. Heftig. C'est très bien et tu parles français. Abgesperrt. Da gibt es so Leute, die so auf irgendwie so, keine Ahnung, im Park hin, finden sie ein Loch oder so. Sie wissen Bescheid, wo so Löcher sind. Und dann kommt es so in drei und so. Ich bin Tropfsteinöl. Ja, das sieht richtig grusig aus. Ja, das ist so Eifelböllen, ja. Digga, das sind einfach alles Menschen. Nils, haben wir den krankesten Fußballplatz gefunden in Paris? Würde schon sagen, ja. Ist anders, gell, da. Danke, ihr seht jetzt das, der Teil hier. Danke, ich schneide es rein. Ist schon geil. Auch Fußballplatz. Auch Dings. You are the reason why I'm still. Oh! Ja, c'est fini. C'est fini? No. Schau mal, ich sehe Geister. Oh mein Gott! Schau dem Rot oben. Das ist das, was man tanzen muss, Mensch. Schau der mit der Glatze. Alle machen etwas Gleiches, jetzt schwingen alle. Oh mein Gott, die ist auch ganz weg da. Und die anderen chillen einfach. Die ist doch fix auf Drogen, sorry. Hey, nein. Jetzt wird es mich kurz interessieren, wo wir durchlaufen. Doch safe etwas eingenommen. Schau mal, die ganz aussen. Sie tanzen ganz alleine aussen. Ich glaube, der filmt dort noch. Siehst du das? Aber bei der schallert es ganz rein. Ja, auf der anderen schallert es auch rein. Die filmen so irgendetwas. Ah, lol. Das ist so eine Werbung. Das könnte ein Film sein. Das könnte ein Film sein. Die gehen jetzt real ab. Ja, das ist Party Boot. Corona ist auch abgesagt. Ja, keine Maske, na voilà. Go, go. So, ich bin jetzt hier am Flughafen in Paris und ich möchte euch noch etwas loswerden. Also ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen von Paris. Er ist wirklich wild, glaube ich. Ich habe bis zum jetzigen Zeitpunkt, ich bin von der Schweiz auf Frankreich gereist mit dem Zug, nie müssen Corona-Test zeigen. Ich bin jetzt in Paris am Flughafen. Ich bin durch alles durch. Jetzt bin ich schon am Gate, also Boarding ist jetzt irgendwie. Alles klar, ich habe bis jetzt noch keinen Corona-Test müssen zeigen. Zweimal Corona-Test für nichts gemacht. Alles klar, Digga. Vielleicht täusche ich mich da, vielleicht muss ich ja, wenn ich das Flugzeug einsteige, einen machen. Aber ja, gut. Zurück zu Paris. Die paar Tage waren verdammt nice gewesen. Sie sind sehr schnell vorbeigegangen und ich hatte so viele Eindrücke von Paris. Es gibt Menschen, die schlafen am Boden und Menschen, kenne ich, die laufen mit Mänteln rum, weil sie viel Geld haben. Also, und auch wie die Leute fahren. Die fahren so aggressiv mit dem Auto. Ey, die übertreiben komplett. Und damit ist der Vlog beendet. Ja, ich sende mich in Mallorca. Peace.